Der moderne Mensch geht im Schnitt nicht einmal 5000 Schritte pro Tag und ist dennoch stets in Bewegung. Immer weiter, immer höher, immer schneller. Denn Stillstand ist der Tod. Die Welt gehört den Ambitionierten. Von der Wiege bis ins Grab hetzen wir von Ziel zu Ziel. Ganz gleich, ob klein oder groß, ob beruflich oder privat, im Alltag oder beim Reisen. Wir glauben, es müsse immer vorangehen. Denn in einem endlichen Leben fürchten wir nichts so sehr wie den Verlust von Zeit. Und so ist Muße ein Luxus, den sich die wenigsten leisten möchten. Ich wollte von Berlin ans Nordkap fahren, allein ans Ende der Welt. Doch nach 2200 Kilometern durch die endlosen Wälder Schwedens verbarrikadierte ein verfrühter Wintereinbruch meinen Weg in den hohen Norden. Er hüllte die Straßen Lapplands in Schnee und legte meine Pläne auf Eis. So war ich gezwungen, in einem Städtchen 70 Kilometer nördlich des Polarkreises einzukehren, eine Zwangspause einzulegen und das Ziel dieser Reise wie auch die Ziele in meinem Leben zu hinterfragen. Was erhoffe ich mir eigentlich davon, sie zu erreichen? Und wie soll ich auf einem Weg übersät mit Zielmarken jemals irgendwo ankommen? So, ich bin gestern Abend nach Gällivare gefahren. Ich bin ja umgedreht. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Über Nacht sind alleine in diesem Örtchen hier 20 cm Neuschnee gefallen. Mit Sommerreifen wäre es wahrscheinlich ein gefährliches Unterfangen gewesen. Von daher habe ich wohl alles richtig gemacht. Es nervt ein bisschen, weil ich jetzt ja, meinen Plan vorerst nicht fortsetzen werde können. Ich werde jetzt hier definitiv heute noch abwarten müssen. Und voraussichtlich auch morgen und dann erst übermorgen weiterfahren können, weil dann die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt sein werden. Ja, ich bin hier auf einem kleinen Campingplatz, Schrägstrich Jugendherberge, Schrägstrich Hostel. Es ist auch warm, hier ist eine Heizung und ich konnte gestern endlich mal wieder duschen, nach fast einer Woche ohne. Es war bitter nötig und ja, von daher eigentlich nichts, worüber man sich beschweren könnte. Und trotzdem freue ich mich sehr darauf, hoffentlich spätestens übermorgen mein Auto wieder zu beziehen und weiterzufahren. Ja, ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, ich komme weiter Richtung Norden. Ich hoffe, ich komme zum Nordkap. Aber man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. In westlichen Gesellschaften beten wir zu einem goldenen Kalb namens Fortschritt. Wir sind besessen von der Idee, stetig wachsen zu müssen, uns unentwegt weiterzuentwickeln. Stagnation ist Gift. Und so rasen wir mit einem immer höheren Tempo durch die Geschichte und nehmen uns kaum noch die Zeit, uns zu fragen, wohin wir eigentlich steuern. Gällivare ist ein grauer Industrieort im Norden Schwedens. Hier geht die Sonne im Sommer nicht unter und im Winter kaum auf. 10.000 Menschen leben hier. Die meisten arbeiten für das schwedische Bergbauunternehmen LKAB. In Gällivare liegt die zweitgrößte untertägige Eisenerzmine der Welt. Sie ernährt die Stadt und frisst sie gleichzeitig auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Arbeit unter Tage zieht tiefe Risse an der Erdoberfläche. Seit Jahrzehnten müssen immer wieder Häuser abgerissen und Menschen umgesiedelt werden. Die Leidtragenden sind dabei vor allem die Samen, das indigene Volk Nordskandinaviens, das seit Jahrhunderten in der Region beheimatet ist und traditionell von Rentierzucht lebt. Immer wieder gab und gibt es Konflikte und Proteste, weil diese Minderheit ihrem Lebensraum beraubt wird. Doch am Ende gewinnt immer die Industrie. Die Alten werden aus der Region verdrängt, die Jungen in die Minen gelockt. Mit Löhnen fast doppelt so hoch wie das Durchschnittseinkommen im Rest des Landes. Selbst für Menschen ohne Ausbildung. Und so stirbt im Norden Schwedens zunehmend eine Kultur. Zugunsten des Geldes. Ist das der Fortschritt, dem wir unentwegt hinterherjagen? An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Sponsor dieses Videos, Y-Food. Gerade auf Reisen und insbesondere auf Roadtrips wie diesen, die mit langen Autofahrten einhergehen, hat man nicht immer die Zeit und die Lust, frisch zu kochen. Die Trinkmahlzeiten von Y-Food sind dabei eine super Fastfood-Alternative. Sie sind 12 Monate haltbar, sättigen mich für 3 bis 5 Stunden und versorgen meinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen. Und das Beste, sie sind super lecker.
Wenn ihr mal selbst in den Genuss kommen möchtet, kann ich euch das Probierpaket mit 5 verschiedenen Sorten wärmstens ans Herz legen. Ich habe mich für die vegane Variante entschieden, habe hier Schoko in der Hand und einfach fantastisch. Mit dem Code unterwegs-youtube erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellungen im Onlineshop auf www.yfood.eu. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein riesengroßes Dankeschön an Yfood für die Unterstützung und euch danke fürs Zuschauen. Ein weiterer Tag in Gelivare. Dieser Ort hält mich gefangen. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Ja, ich habe halt kurz mit dem Gedanken gespielt, weiterzufahren, aber es ist einfach zu riskant mit Sommerreifen. Es macht keinen Sinn. Ich will weder mich noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Ich warte einfach noch bis morgen. Morgen früh fahre ich los, fahre weiter. Wohin genau, weiß ich momentan selbst noch nicht so genau. Ja, das Problem ist einfach, dass die Wettervorhersage fürs Nordkap nicht wirklich rosig ist. Es soll zwar nicht schneien, aber regnen. Morgen und übermorgen und überübermorgen und eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, quasi auf Biegen und Brechen dieses Ziel erreichen zu wollen. Ja, es ist halt eine grundsätzliche Frage. Geht man den unbequemen Weg, um ein Ziel zu erreichen? Oder sollte man seine Pläne vielleicht auch mal ändern bzw. anpassen, um einfach auch eine bessere Zeit zu haben im Endeffekt? Darauf jetzt noch keine Antwort gefunden. Ich habe ja heute den ganzen Tag Zeit, um darüber nachzudenken. Und ja, mal schauen. Ich bin ein Einwandererkind und komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern wollten, dass ich es mal besser habe als sie, und so begleitete mich mein Leben lang ein gewisser Aufstiegsdruck. In der Grundschule war ich eines dieser nervigen Plagen, die ihre Finger schnipsend zur Decke streckten und laut aufseufzten, wenn der Lehrer sie nicht drannahm. Ich wollte ein Gewinner sein. Doch je älter ich wurde, desto öfter verlor ich. Im Alter von 16 Jahren schmiss ich in der 11. Klasse des Gymnasiums die Schule. Nicht wegen meiner Noten, die waren in Ordnung, doch ich hatte das Gefühl, endlich Geld verdienen zu müssen, voranzukommen. So heuerte ich als Azubi in einem Supermarkt an. Recht bald aber hatte ich die Schnauze voll davon, 8 Stunden am Tag Paletten durch den Markt zu rollen und Regale mit Produkten zu befüllen. Nach nur 3 Monaten kündigte ich wieder. Ich war gescheitert, auf allen Ebenen. Doch neben Zukunftsängsten und Selbstzweifeln gesellte sich noch etwas anderes in mein junges Leben. Zeit. Die Zeit, mich selbst kennenzulernen. Ich begann zu lesen und zu schreiben, mich für Politik und Wirtschaft zu interessieren, über den Tellerrand meiner mickrigen Existenz zu blicken, frei von Konkurrenzgedanken und Leistungsdruck. Ich lernte, weil ich wollte, was ich wollte, wann ich wollte. 8 Monate später drückte ich wieder die Schulbank und holte mein Abitur nach. Doch die lehrreichste Zeit meiner Pubertät blieben die Monate, in denen ich so ziellos und fremd durchs Leben glitt wie eine Plastiktüte im Wind. In unserer Gesellschaft preisen wir Erfolg, Zielstrebigkeit, Produktivität. Wir hassen es zu scheitern, meiden Langeweile wie die Pest und haben verlernt, einfach mal nichts zu tun. In einem Experiment der University of Virginia gaben sich 1/3 der männlichen Probanden selbst einen Elektroschock, weil sie es nicht ertragen konnten, einfach nur in einem leeren Raum dazusitzen. Was sagt das über den Zustand unserer Spezies aus? In einem endlosen Wettlauf täten wir vielleicht gut daran, uns einfach fallen zu lassen, zu atmen, in den Himmel zu schauen und uns zu fragen, wie sinnvoll es ist, immer nur zu rennen, wenn wir nicht einmal wissen, wohin. Ich bin auf dem Weg zum Nordkap. Ich habe mich dazu entschieden, es doch zu tun und die Zweifel aus dem Weg geräumt. Und ja, es ist vielleicht albern, aber ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Es ist eigentlich nur ein Roadtrip und es ist nichts Weltbewegendes. Mein Leben
hängt nicht an diesem, an dem Erfolg dieses Trips oder ob ich jetzt das Nordkap erreiche oder nicht. Also das ist eigentlich sowas von irrelevant. Aber ich habe mir dieses Ziel gesteckt und ich möchte es erreichen und ich es, ja, wie gesagt, es ist vielleicht albern, aber es bedeutet mir irgendwie was. Und ja, manche Menschen laufen Marathon, andere erklimmen Berge und ja, jeder Mensch hat ja so seine kleinen Ziele, auf die er hinarbeitet und die er erreichen möchte, auch wenn sie von außen vielleicht manchmal absurd oder skurril oder nicht nachvollziehbar erscheinen, aber so ist das halt. Und mein Ziel ist halt das Erreichen des Nordkaps und das werde ich tun. Ich bin heute schon fast 500 Kilometer gefahren. Es ist gerade mal 12.30 Uhr. Aber ich bin ja schon um kurz nach 5 los. Und ja, man sieht auf jeden Fall sehr stark eine Veränderung der Landschaft. Man merkt, dass man sehr, sehr weit im Norden ist. Also die Vegetation wird immer karger und karger. Ich habe noch ein langes Stück vor mir. Es sind, glaube ich, noch so rund 300 Kilometer. Immer weiter, immer höher, immer schneller. Bis wir selbst nicht mehr hinterherkommen. Das letzte Mal, dass wir uns von unserer eigenen Entwicklung überholen ließen, war im Zuge der industriellen Revolution. Dem bis dato größten technologischen Umbruch in der Geschichte der Menschheit. Niemand wusste seinerzeit so recht, was es bedarf, um Agrargesellschaften zu Industriegesellschaften zu transformieren. Und so resultierte ein unerbittlicher, langanhaltender Kampf zwischen unterschiedlichen Denkrichtungen. Zwischen dem modernen Liberalismus, dem Kapitalismus, dem Kommunismus, dem Faschismus, dem Nationalsozialismus. All diese Ideologien suchten nach Antworten auf die drängendsten Fragen der Zeit. Doch keiner von ihnen gelang es, mit dem technischen Wandel Schritt zu halten. Die Menschheit war intellektuell nicht gewappnet für diese Art von Umwälzung. Und weil wir uns nicht schnell genug anpassen konnten, begannen wir zu experimentieren. Die Folgen? Imperialismus, zwei Weltkriege, der Holocaust, unzählige Genozide, beinahe ein Atomkrieg. Leid, Elend, Ausbeutung, Tod. In allen Ecken des Planeten. Im 21. Jahrhundert stehen wir erneut vor enormen technologischen Umwälzungen. Wahrscheinlich vor den tiefgreifendsten in der Geschichte. Heute heißen die Neuerungen nicht Dampfmaschine und Eisenbahn, sondern Bioengineering und künstliche Intelligenz. Sind wir als Menschheit darauf vorbereitet? Zahlreiche renommierte Wissenschaftler sagen nein. Zu ihnen gehört auch der Historiker Yuval Harari. In einem kürzlich veröffentlichten Interview fasste er seine Sorgen wie folgt zusammen. Wenn wir ähnliche gesellschaftliche Experimente wagen, um uns an den technologischen Wandel anzupassen wie zu Zeiten der industriellen Revolution, dann ist das diesmal wohl das Ende unserer Spezies. Wäre es also nicht klüger, auf die Bremse zu treten, statt weiterhin dem Abgrund entgegenzurasen? Ich bin echt fertig. Ja, das glaube ich. Boah, ich bin heute über 700 Kilometer gefahren, ey. Hast du viele Rentiere gesehen? Ja, übelst viele. Geil. Übelst viele. Geil, du. Warte mal ganz kurz. So, ich bin am Nordkap. Also das ist ja hier sozusagen eine Insel, die durch einen Tunnel mit dem Festland verbunden ist. Und auf dieser Insel befinde ich mich jetzt. Und der, ja,
quasi der nördlichste Punkt Europas, der mit einem Auto zu erreichen ist, befindet sich 20 Kilometer von mir hier entfernt. Draußen regnet es, es ist unnormal neblig, es ist echt kalt, es ist echt unangenehm und deshalb werde ich noch ein bisschen hier liegen, weil ich kann mich gerade noch nicht überwinden, hier alles fertig zu machen und loszufahren. Vor allem kann ich dann da halt eher auch nichts machen bei dem Wetter. Ich warte, vielleicht wird es ein bisschen besser. Vielleicht klart es ja auf. Ja, ansonsten bin ich froh, hierher gefahren zu sein. Ich glaube, der Trip hat mir jetzt schon gut getan. Aber ja, wie nachhaltig ist immer sowas, ne? Man ist jetzt 2-3 Wochen unterwegs, dann kommt man zurück. Ob man da wirklich irgendwas nachhaltig, langfristig für sein Leben mitnimmt, ist natürlich auch ein bisschen zu viel verlangt für einen kurzen Roadtrip durch Skandinavien. Vielleicht sollte man das auch gar nicht so aufbauschen und so pathetisch sehen, sondern es war einfach ein Trip. Der war, wie er war. Und wenn er zu Ende ist, ist er zu Ende. Und dann geht's weiter. Und das eine oder andere wird sicherlich noch für die Zeit danach bleiben. Meine Frau und ich reisten 5 Jahre lang Vollzeit um die Welt. Wir hatten unzählige, unvergessliche Momente. Doch leider hetzten wir auch zu häufig, zu schnell von Ort zu Ort. Wir waren besessen davon, möglichst viel zu sehen und zu unternehmen und uns all unsere vermeintlichen Träume zu erfüllen. Zum Beispiel den gesamten australischen Kontinent im eigenen Geländewagen zu umrunden. Wir haben es durchgezogen. Gebracht hat es uns eigentlich nichts. Wir bereuen bis heute stur, dieser Mission gefolgt zu sein, statt mehr Zeit an Orten verbracht zu haben, an denen wir uns wirklich wohlfühlten. Mit Menschen, die wir auf dem Weg kennenlernten und die echte Freunde hätten werden können, wären wir nur länger geblieben. Ich dachte, ich hätte aus diesen Fehlern gelernt, bis ich ins Auto stieg und unbedingt zum Nordkap fahren wollte. Jetzt bin ich hier, vor der berühmten Globus-Skulptur, allein am Ende der Welt und fühle nichts als Leere. Ich reise, wie ich lebe. So als ginge es nur ums Abhaken von Punkten auf einer Liste. Abitur, check, Studium, check, Job, check, Wohnung, check, Hochzeit, check, Weltreise, check, Selbstständigkeit, check. Alle Ziele, die ich bislang erreichen wollte, habe ich erreicht und bin doch so orientierungslos wie eh und je. Wozu also das alles? In Harry Potter und der Stein der Weisen sagte Albus Dumbledore zu seinem jungen Schüler mit der markanten Narbe auf der Stirn: Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Ich habe der Stein der Weisen erstmals vor 22 Jahren gelesen. Und doch fällt es mir bis heute schwer, diese simple und doch wichtige Botschaft zu verinnerlichen. Ich wollte immer so schnell wie möglich hoch auf den Gipfel des Berges und habe dabei vergessen zu genießen, wie schön doch der Weg dorthin ist. Ziele sind nichts Schlechtes. Wir brauchen sie, als Individuen ebenso wie als Gesellschaften. Doch oftmals scheinen wir Ziele zu verfolgen, die weder uns zu glücklicheren Menschen noch den Planeten zu einem besseren Ort machen. Wir lassen uns von Zielen durchs Leben peitschen, von denen wir nicht einmal sagen können, warum wir sie überhaupt verfolgen. Wir gleichen mehr und mehr dem Esel mit der Karotte vor dem Maul. Wir sind so besessen davon, nach ihr zu schnappen, dass wir nicht einmal merken, wenn wir uns auf einen Abgrund zubewegen.
Vielleicht sollten wir also viel öfter ziellos durchs Leben treiben, bevor wir irgendwann leblos am Ziel angespült werden. Nachdem ich das Nordkap verlassen habe, bin ich Richtung Süden aufgebrochen. Und ich habe echt einen Down. Echt einen Down. Ich fühle mich echt wieder allein und einsam. Ich will so sehr nach Hause. Ich fühle mich dreckig. Es ist halt kalt. Und es ist grau permanent. Es drückt auf die Stimmung und ich bin echt müde. Ich bin auch müde vom Autofahren. Ich bin wirklich sehr, sehr viele Kilometer jetzt gefahren in den letzten Tagen. Und das war eindeutig zu viel. Es ist auch ungesund, was ich hier betreibe. Das muss man halt, oder zumindest für mich irgendwie. Ich bin viel zu viel mit mir selbst. Ich bin viel zu viel alleine mit mir selbst. Und ich verstehe, ein gesunder Mensch muss das schaffen, mit sich selbst auszukommen, weil wie soll es sonst jemand anderes tun? Aber das ist ein bisschen überdosierend gerade alles. Diese Zeit mit mir und meinem Kopf. Ja, ich muss trotzdem halt wirklich irgendwie versuchen, diese zweite Hälfte dieses Trips mich nochmal aufzuraffen und neu zu motivieren und auch die Zeit noch zu genießen. Ich hatte ja auch den Trip gestartet, weil ich mir beweisen wollte, dass ich immer noch frei bin, dass ich machen kann, was ich will, dass ich